Krähen, die regt mich auf. Die will mich so, wie ich will. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ich habe heute mal wieder einen Tag für euch und zwar machen wir heute zusammen den Trommelwirbel Netflix Book Tag. Wie ihr wisst, bin ich ein riesen Serien-Junkie, Film-Junkie und jeden Abend, bevor ich mich schlafen lege und das Licht ausmache, muss ich noch eine Folge von einer Serie gucken oder den Anfang von einem Film. Das brauche ich irgendwie immer so, um runterzukommen. Und seit es Netflix gibt, ich weiß nicht, wie viele DVDs in meinem Schrank vor sich hin vegetieren, weil ich einfach keine mehr einwerfe. Und dieser Tag, ich habe ihn gesehen und ich habe gesagt, den muss ich definitiv machen, weil es einfach ein so wichtiger Teil in meinem Leben ist, dass ich es auch auf meinem Kanal zeigen möchte. Bevor ich jetzt noch mehr ins Schwärmen gerate, ich habe mein Handy bereit, da sind alle Fragen drauf, die wir für den Tag brauchen. Ich würde sagen, wir starten direkt auch mit der ersten. Und die erste Frage lautet, recently watched, das letzte Buch, das du beendet hast. Das letzte Buch, das ich jetzt vor, ich glaube, 4 Tagen oder so beendet habe, war Begin Again von Mona Kasten. Ich habe ja mit Save Me gestartet, das habe ich euch ja auch in meinem Vlog erzählt. Begin Again oder allgemein die Again-Reihe habe ich noch gar nicht gelesen. Das Buch liegt auch bestimmt jetzt schon ein halbes Jahr auf meinem Sub und hat fröhlich vor sich hingesuppt. Jetzt habe ich mich aufgerafft, nachdem ich eben Save Me gelesen habe und wollte mir mal so die Anfänge von Mona Kasten in diesem Genre anschauen. Ich habe das Buch, glaube ich, mit 4 Sternen bewertet. Ich fand es auch ziemlich gut, was die Story angeht. Mir waren es einfach ein bisschen zu viele Klischees, genau wie bei Save Me auch. Aber das ist einfach Monas Schreibstil. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich mag auf jeden Fall die Art, wie sie schreibt. So ein paar Dinge hat man natürlich anders machen können oder hätte ich anders gelöst oder anders geschrieben, aber das ist ja auch irgendwie bei jedem Autor so. Keiner ist 100% das, was der andere ist und entweder mag man ein Genre oder einen Autor oder man lässt es einfach. Ich habe auch Autoren, die ich einfach nicht lesen kann, obwohl sie von Gott und der Welt gehypt werden. So ist das halt mit uns Menschen. Wir sind einfach perfekt unperfekt, würde ich es einfach mal nennen. Kommen wir aber nochmal zu Begin Again. In der Geschichte geht es um Ellie und um Caden, beziehungsweise deren Geschichte, deren Liebesgeschichte. Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie und möchte schleunigst da raus, zieht dann nach Woods Hill und sucht dort eine Bleibe. Dann schlägt sie vor Cadens Haustür auf, der möchte eigentlich einen männlichen Mitbewohner, aber hat auch irgendwie keine Lust mehr, noch weiter zu suchen und noch länger sich auf Mitbewohnersuche zu begeben und macht dann eben eine Ausnahme und lässt Ellie dann doch bei ihm wohnen, stellt aber gleich ein paar Regeln auf und eine davon ist, wir fangen nichts miteinander an. Dass das Ganze natürlich nicht so funktioniert, lässt sich erahnen, wenn schon auf dem Titelbild 2 küssende Menschen drauf sind. So Titelbilder oder so Cover, die verraten ja doch schon mal so ein bisschen was. Außerdem gibt es 3 Bände und bis vor kurzem habe ich auch gedacht, dass die 3 Bände alle um Ellie und Caden gehen. Als ich dann das 2. Buch vor 2 Tagen begonnen habe, dachte ich mir dann, okay, es geht nicht mehr um Ellie und Caden, aber egal. Wie gesagt, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Ich mag das Buch mit ein paar Abstrichen und ich würde es euch auf jeden Fall auch empfehlen, mal reinzulesen. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Top Picks. Ein Buch, das dir aufgrund deines Lesegeschmacks empfohlen wurde. Da fällt mir jetzt gerade ein Gespräch von dieser Woche ein. Ich habe zusammen mit einer Freundin ein Karl-Mayer-Buch gelesen und sie sagte, sie hat jetzt Band 2 angefangen, den habe ich aber leider nicht hier, und hat mir aber empfohlen, ich soll unbedingt mal mit Ashes anfangen. Ich weiß, dass viele meiner Mädels das Buch damals gelesen haben und sie hat mir auch erzählt, es geht irgendwie um ein Mädchen, das irgendwie wandern geht
und plötzlich gibt's eine riesen Druckwelle, ein Erdbeben oder irgend so eine Natur, ein Naturphänomen und die Welt, die sie kannte, ist plötzlich ganz anders, sie ist zerstört und sie rettet sich zu ihrem besten Freund oder Freund, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, und der ist aber dann irgendwie verwundet und als sie mit Hilfe zurückkommt, ist er verschwunden und sie macht sich auf die Suche nach ihm. Das war jetzt die Zusammenfassung, die ich bekommen habe. Für mich hört sich so ein bisschen Fantasy-lastig an, ist ja genau das, was mir eigentlich auch gefällt. Ich bin mal gespannt, wann ich mir das Buch zulegen werde. Ich habe ja, wie ihr gesehen habt, letztens erst einen riesen Einkauf gemacht und möchte eigentlich den Stapel an Büchern erstmal lesen, bevor ich mich wieder auf neue stürze. Aber die Geschichte klang auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Kommen wir zur dritten Frage, die da lautet: Recently Added, das Buch, das du dir zuletzt gekauft hast. Das war lustigerweise gestern am Welttag des Buches. Ich habe ja schon bei Instagram geschrieben, was macht man am Welttag des Buches? Natürlich, man kauft sich Bücher oder ein Buch in meinem Fall. Und ich habe es euch auch schon gezeigt, ich habe mir Palace of Glass gekauft. In dem Buch geht es um Rhea und Rhea lebt in einer Welt, in der das Berühren anderer Menschen illegal ist. Aber Rhea hat ein Doppelleben quasi, denn nachts streift sie sich ihre Handschuhe ab und steigt in den Ring, um Boxkämpfe, Faustkämpfe auszutragen. Und eines Tages wird sie vom britischen Geheimdienst aufgegriffen und gefangen genommen und in den Palast gebracht. Denn der Geheimdienst ist auf sie aufmerksam geworden und sie soll sozusagen die Leibwache für den Thronfolger spielen. Das Ganze ist eine Trilogie, das hier ist Band 1. Die anderen Teile habe ich leider noch nicht, aber ich bin gespannt. Ich habe schon sehr, sehr viel Gutes über das Buch gehört. Viele, die ich kenne oder die ich bei BookTube verfolge, haben das Buch gelesen oder sind gerade dabei, das Buch zu lesen. Ich springe ja nicht auf jeden Zug mit auf, aber das Ganze macht mich schon sehr neugierig, wenn es sich um so eine Welt handelt, in der Dinge, die wir für ganz normal erachten, illegal sind. Das erinnert mich auch ein bisschen an, wie heißt die Trilogie? Pandemonium und Delirium. In der Liebe so eine Art Krankheit oder als Krankheit dargestellt wird. Das ist eine Thematik, die gefällt mir. Ich bin ja sowieso ein Fan von Dystopien und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen dystopisch angehaucht. Also ich bin definitiv sehr, sehr gespannt. Die nächste Frage muss ein bisschen ausführlicher sein. Die heißt nämlich Popular on Netflix Bücher, von denen jeder schon gehört hat. Zwei, die du gelesen hast, zwei, die du gar nicht lesen willst. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Büchern, die ich gelesen habe. Wie kann es auch anders sein, muss ich euch mein Nonplusultra-Lieblingsbuch aller Zeiten oder Bücherreihe aller Zeiten in die Kamera halten. Harry Potter. Ich glaube, es gibt auf der Welt absolut niemanden, und das sage ich jetzt wirklich ungelogen, niemanden, der Harry Potter noch nicht gelesen oder zumindest mal davon gehört hat oder einen Film gesehen hat. Harry Potter ist einfach ein Riesen-Universe, das gibt's nicht, dass das irgendjemand nicht gelesen hat. Mein Favorit ist natürlich Ist und Bleibt. Band Nummer 2. Ich habe ihn geliebt. Ich hatte ihn zu Hause und ungelogen, ich habe ihn bestimmt schon 15 Mal gelesen. Zu Harry Potter muss ich also quasi im Endeffekt nichts mehr sagen, hoffe ich. Und kann direkt euch das zweite Buch zeigen, das eigentlich auch jeder kennen sollte und das ich gelesen habe. Wie ihr in meinem Lesemonat gesehen habt, habe ich es nämlich gerade aktuell nochmal gereadet, die ganze Reihe. Und ich spreche von der Chroniken der Unterwelt-Reihe von Cassandra Clare. Und ich sehe gerade, es spiegelt die ganze Zeit, von der Softbox. Ist nach Harry Potter meine absolute Lieblingsreihe. Ich liebe Chase. Wenn ich mir einen Book-Boyfriend ever aussuchen müsste, wäre es Chase. Ich würde ihn heiraten. In der Kurzzusammenfassung, es geht um Clary. Clary ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, bis sie eines Tages vor einem Club auf Chase und Isabel und Alec trifft. Eigentlich sollte sie sie nicht sehen können, aber sie kann es. Sie hat quasi das zweite Gesicht. Und als sie die drei zur Rede stellt,
fällt ihr auf oder kriegt sie mit, dass sie gar kein gewöhnliches Mädchen ist, sondern ein Schattenjäger und dazu bestimmt, die Dämonen dieser Erde zu jagen. Auf jeden Fall geht das Ganze ungefähr 6 Bücher lang. Und es ist eine super schöne Geschichte mit vielen tollen Nebencharakteren und ganz, 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 ganz viel Herzblut, wo man merkt, dass Cassandra Clare das einfach von vorne bis hinten durchgedacht hat. Und ich liebe die Geschichte einfach. Ich liebe sie. Wenn ich mir ein Buch aussuchen müsste, das niemals, niemals verschwinden darf, wären es auf jeden Fall diese beiden. Und ich könnte mich, glaube ich, auch nicht entscheiden, was ich besser finde. Das ist jetzt schlimm für Harry Potter, aber ich finde die Reihe fast genauso gut. Shame. Dann muss ich natürlich jetzt auch noch 2 Bücher nennen, die jeder kennt, aber die ich nicht gelesen habe oder nicht lesen werden will, möchte, sollte. Ja, gutes Deutsch, Frau Hauer. Auf jeden Fall ist unangefochten auf Platz 1 meiner werde ich niemals im Leben lesen Liste ist von Stephen King. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe panische Angst vor Clowns. Und wenn ich panisch sage, ist das nicht, ich habe Angst vor Clowns, sondern wirklich Panik. Wenn ich nur im Fernsehen einen Clip sehe, von einem Zirkus, so eine Art Werbung oder irgendwo draußen so ein Plakat, der Zirkus kommt in die Stadt, drehe ich mich in die andere Richtung. Das ging sogar damals so weit, dass ich in der Videothek, wenn ich in der Horrorabteilung, der ich wirklich selten war, vorbeigelaufen bin und nur die DVD-Hülle von Es gesehen habe, jedes Mal hingegangen bin und die einfach rumgedreht habe, dass ich beim Rückweg nicht mehr an dem Clown vorbeilaufen muss. Ich weiß, ich bin gestört, aber die machen mir echt Angst. Und als dann jetzt diese Neuverfilmung kam, ich weiß nicht, wie viele Leute mir das Bild von diesem furchtbaren Clown geschickt haben und mich gefragt haben, Julia, möchtest du mit mir ins Kino gehen? Nein. No comment. Muss dazu nicht mehr sagen. Und das zweite Buch, das ich vermutlich niemals lesen werde, das aber jeder kennt, auf den Verdacht hin, dass mich gleich halb YouTube steinigen möchte. Ich glaube, das wäre das Lied von Eis und Feuer. Ich liebe die Serie. Ich liebe wirklich die Serie. Wie ihr gesehen habt, fahre ich ja jedes Jahr mit den Mädels zur MagicCon und in manchen Jahren hat man auch denken können, es wäre irgendwie eine Game of Thrones Con, weil einfach so viele Schauspieler von Game of Thrones da waren und von anderen Themenbereichen irgendwie nicht. Da war schon Podrick, da war schon Loras, da war schon King Joffrey, da war schon Khal Drogo, da war schon, ich weiß gar nicht, Tom Flagia. Den habe ich absolut geliebt. Der war so cool, weil er einfach ein Deutscher ist und einfach Deutsch reden konnte. Es war richtig witzig. Und ich liebe die Serie wirklich sehr. Aber ich habe damals mit Band 1 angefangen und ungefähr nach 50 Seiten abgebrochen, weil es mir einfach zu identisch mit der Serie war. Und wenn die Serie 1:1 übernommen wird, dann muss ich das Buch nicht lesen. Es liegt jetzt wirklich nicht dran, dass es dicke Wälzer sind. Wie ihr wisst, City of Bones und Co., das sind auch teilweise 800-900 Seiten Bücher. Aber da ich die Serie kenne, reizt es mich auch irgendwie jetzt gar nicht mehr, die zu lesen. Obwohl ich am Überlegen bin, ob ich mir diese dunkelgrauen Sonderbücher davon kaufe, einfach nur damit ich sie im Regal stehen habe. Mal schauen. Aber ich denke, lesen werde ich sie nicht mehr. Kommen wir zur nächsten Frage. Comedies, ein lustiges Buch. Ich könnte jetzt von einer meiner liebsten Autorinnen ungefähr 10 Bücher in die Kamera halten. Ich spreche von Kerstin Gier und halte jetzt stellvertretend mal das Wolkenschloss in die Kamera. Kerstin Gier ist einfach eine Granate. Ich liebe diese Frau, ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe einfach ihre lustige Art. Ich habe sie auch einmal persönlich getroffen und sie schreibt einfach so, wie sie redet, frei von der Leber weg. Und das Buch, das Wolkenschloss,
Es war einfach grandios. Ich habe ja wirklich schon im Januar, glaube ich, damit angefangen. Und dann lag es ganz, ganz lang auf meinem Nachttisch und ich habe nicht mehr reingeschaut. Schande über mein Haupt. Dann im April habe ich aber endlich wieder dazu gegriffen und es war grandios. Es war einfach grandios. Fanny Funke, unsere Hauptprotagonistin, sie ist so, so, so lustig. In dem ganzen Buch geht es ja darum, dass Fanny jetzt in dem Wolkenschloss arbeitet für ein Jahr. Fanny ist nämlich die Jahrespraktikantin hier im Schloss und muss dann sämtliche Aufgaben erledigen, zum Beispiel die Kinderbetreuung. Und von Kindern gibt es genug im Wolkenschloss. Die sind mit ihren reichen Eltern nämlich da und da ist besonders ein kleines Kind, das ihr das Leben zur Hölle macht. Dann passieren ganz mysteriöse Dinge und Fanny wird zum Detektiv. Kerstin Gier kommt wirklich, wie gesagt, von Arschbacken auf Kuchenbacken und die ganze Story ist so lustig erzählt. Ich leg's euch echt ans Herz, dieses Buch zu lesen. Es sind auch ein paar Plot-Twists drin, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie drin vorkommen und ich habe mich über dieses Buch wirklich schlapp gelacht. Also großer Daumen nach oben, Wolkenschloss, definitiv eine Empfehlung von mir für euch. Kommen wir zu Frage Nummer 6. Drama. Ein Charakter, der eine totale Drama Queen ist. Wenn ich das Wort Drama Queen höre, in Bezug auf Büchern, muss ich direkt an eine Person denken. Ich mache jetzt mal ein kleines Ratespiel mit euch. Es ist ein Mädchen. Das Ganze ist eine Fantasy-Reihe. Die Fantasy-Reihe wurde auch, oder die Bücherreihe wurde auch verfilmt. Es sind 5 Filme und das Mädchen wird gespielt von einer jungen Dame, die nur einen Gesichtsausdruck hat. Und zwar spreche ich von Twilight. Ich kann es nicht anders sagen, Bella Swan ist eine der größten Drama-Queens, die ich kenne. Immer dieses, ja, nein, Edward, ich liebe dich, nein, ich will dich nicht, komm zurück. Ah, nein, Jacob, ich mag dich nicht, ah, aber du bist doch mein bester Freund. Ja, ich meine, ich habe die Bücher früher sehr gerne gelesen, ich habe sie wirklich verschlungen, aber die Filme dazu... Dazu muss ich nichts sagen, außer glitzernde Vampire. Ich mag ja auch diesen Edward-Darsteller gar nicht. Ich mag die Bella-Darstellerin gar nicht. Ich weiß nicht. Die Bücher sind gut, aber der Rest nicht. Und ich glaube, zu der Story muss ich euch auch nicht viel erzählen. Twilight sollte eigentlich bei jedem bekannt sein. Und dann kommt auch schon die nächste Frage, die da lautet, Animated, ein Buch mit Cartoons auf dem Cover. Und als ich jetzt mein Bücherregal so durchstöbert habe, ist mir aufgefallen, dass ich echt wenig Bücher mit Cartoons auf dem Cover habe. Ja, Lana, geh du nur mal spazieren, genau. Ich habe mich jetzt für eins entschieden, das ich bei BookTube jetzt auch so noch nicht gesehen habe. Als erstes habe ich gedacht, ja, Percy Jackson, natürlich, Cartoons, passt. Aber ich dachte, ich halte jetzt einfach mal eins hin, das ich wirklich noch nie gesehen habe und das ich auch schon seit meiner frühen Jugend in meinem Bücherschrank habe. Und zwar ist das Janosch Post für den Tiger. Ich muss wahrscheinlich auch nicht so viel dazu sagen. Es ist einfach ein wunderschönes Kinderbuch. Ich habe Janosch früher geliebt. Und vor allem, es sind so super schöne Illustrationen drin. Hier, der kleine Tiger. Hier. Ich habe es einfach geliebt. Wenn ich jetzt da reingucke, das erinnert mich direkt wieder an meine Kindheit. Der Hase. Einfach wunderschön. Wenn ihr wirklich was Schönes für eure Nichte, Neffe oder euer Tochter, Sohn sucht, lest ihn unbedingt mal Janosch vor. Das ist wirklich ein Must-Read für Kinder. Kommen wir zur 8. Frage. Watch It Again, ein Buch, eine Reihe, die du unbedingt nochmal lesen möchtest. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Reihenfan und ich habe zwar jetzt schon sehr viel über diese Autorin des Buches, das hier auf meinem Schoß liegt, gerade erzählt, aber ich muss euch noch einmal Kerstin Gier vor die Linse halten.
vor die Linse halten. Rubinrot habe ich damals, als es rauskam, gelesen, habe mir direkt den ersten Band gekauft. War in meinem Freundeskreis auch, glaube ich, die erste, die es gelesen hat. Mittlerweile wurde das Ganze ja auch verfilmt und damals kam dann auch irgendwann der Schuber raus. Und den Schuber, den habe ich so toll gefunden, habe mir irgendwie nie gekauft, weil ich dann irgendwie zwanghaft war. Ich hatte dann Band 1 und Band 2 schon in dieser Form. Und dann habe ich mir Band 3 eben auch in dieser Form gekauft. In der Geschichte geht es um Gwendolyn. Und Gwendolyn lebt in einer Familie, in der es Genträger gibt. In jeder Generation gibt es ein Mädchen oder einen Jungen, der ein gewisses Gen in sich trägt und zur Loge gehören soll. Die Loge besteht aus dem Grafen von... Wie heißt er nochmal? Grafen von... Steht es natürlich nicht da. Auf jeden Fall der Graf von irgendwas. Und der versucht in den Chronographen das Blut aller 12 Genträger einzuspeisen. Allerdings denkt jeder, dass Gwendolins Cousine Charlotte das Gen geerbt hat. Und die wird auch von Kindesbeinen auf trainiert, dass sie fechten kann, dass sie die ganzen alten Tänze kann. Denn die Genträger können alle in der Zeit reisen und müssen sich dementsprechend auch jederzeit anpassen können. Dann kommt auf einmal aber raus, dass nicht Charlotte, sondern Gwendolyn das Gen geerbt hat und sie wird komplett unvorbereitet in diese Welt hineingezogen. Gideon unterstützt sie natürlich bei der ganzen Sache, aber nach und nach stellen Gwendolyn und Gideon fest, dass der Graf irgendwie vielleicht doch andere Absichten hat, als er öffentlich zugibt und das ganze Drama nimmt seinen Lauf durch die Zeit. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Documentaries. Ein Sachbuch, das du wirklich jedem empfehlen würdest. Da kann ich euch jetzt wirklich nur das eine Buch hochhalten, das ich zu Hause habe. Und das ist der GU-Tierratgeber für Welpen. Ich hatte zwar nie einen und habe es auch nicht vor, mir einen Welpen zu holen. Aber ich habe es damals irgendwann geschenkt bekommen von einer Freundin aus dem Verein. Und ich kann nur so viel dazu sagen, jeder, der sich ein Tier kauft, jetzt egal ob Welpe oder Katze oder Wellensittich oder Kaninchen, was auch immer, sollte sich vorher immer gut informieren und dafür eignen sich diese Bücher natürlich ganz hervorragend. Machen wir jetzt einfach mit Büchern weiter, mit denen ich mich auskenne. Da kommen wir nämlich zur vorletzten Frage schon. Action and Adventure. Ein actiongeladenes Buch. Da ich ja wirklich viel Dystopien und Fantasy lese, habe ich für diese Frage oder beziehungsweise für die Antwort ein Riesenrepertoire in meinem Bücherregal. Ich habe aber gedacht, ich ziehe euch jetzt was raus, was mir besonders am Herzen liegt. Ich habe es euch auch bestimmt schon das ein oder andere Mal in die Kamera gehalten, aber stellvertretend für die ganze Reihe halte ich euch jetzt mal so das nicht spiegelt. Panem in die Kamera. Das hier ist Band 1 aus meinem Schuber. Wie ihr wisst, ich liebe Schuber. Panem ist einfach grandios. Die ganze Geschichte ist so brillant. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich liebe einfach die Tribute von Panem. Sei es die Nebencharaktere wie Effi. Ich liebe Effi. Ich weiß gar nicht, wie oft mich Effi zum Lachen gebracht hat, obwohl sie eigentlich ja gar nicht so der lustige Charakter ist. Dann Cinna, ich habe Cinna so abgöttisch geliebt. Peter und, wie heißt der andere? Gale? Peter und Gale heißt der andere Gale? Habe ich nie leiden können. Jennifer Lawrence feiere ich ja, das kann ich gar keinem erzählen. Und Tribute von Panem ist und bleibt einfach eine meiner absoluten Lieblingsreihen, was den Fantasy- oder Dystopie-Bereich angeht. Wer nicht weiß, um was es in Panem geht, was ich eigentlich kaum glauben kann. Es geht um Katniss Everdeen, die in Distrikt 12 lebt. Distrikt 12 bedeutet, das ganze Land ist in 12 Distrikte unterteilt. Jeder steht für eine andere... Wie soll ich das erklären? Wie einen anderen Bereich des Lebens. Distrikt 1 ist natürlich
viel höher angesehen als Distrikt 12, in dem Katniss lebt. Ein Bereich steht zum Beispiel für Fischerei und das Meer, der andere steht für Bergbau. Und so hat jeder Bereich so sein eigenes, so seinen eigenen Charakter, seine eigenen Charakterzüge. Einmal im Jahr gibt es dann die sogenannten Hungerspiele. Da werden aus jedem Distrikt ein Junge und eine Frau oder ein Mann und ein Mädchen, je nachdem wie alt sie sind, aus dem Lostopf gezogen. In diesem Jahr ist Katniss' Schwester zum ersten Mal dabei, das heißt, sie hat ein Los in dem ganzen Topf und pro Jahr kriegt man immer noch ein Los dazu. Und unglücklicherweise wird der Name ihrer Schwester gezogen, Primrose. Und Katniss meldet sich dann als Freiwillige, um in die Hungerspiele zu ziehen, damit ihre Schwester nicht hin muss. Bei den Hungerspielen geht es um Leben und Tod, denn es kann immer nur ein einziger Mensch überleben. Das heißt, wenn aus jedem Distrikt zwei Personen kommen, sind das 24, das heißt 23 Menschen werden sterben. Wie das Ganze ausgeht, müsst ihr natürlich selbst lesen oder euch die Filme anschauen, falls ihr eins davon noch nicht gemacht habt. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, ich war von der Reihe und auch von den Filmen sehr, sehr begeistert. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die da lautet: New Releases, ein Buch, das gerade erst rauskam oder zumindest bald herauskommt und bei dem du nicht erwarten kannst, es zu lesen. Ich halte stellvertretend für den zweiten Band Mona Kastens Save Me in die Kamera. Ich habe ja eben schon gesagt, mit vielen Klischees beladene Bücher, aber der Band hat mir echt gut gefallen. Er hat mit einem abnormal ekelhaften Cliffhanger aufgehört. Was mich natürlich dazu bringt, dass ich das zweite Buch definitiv auch lesen möchte. Ja, ich bin ein Marketingopfer. Ja, der Cliffhanger, der reizt mich so sehr, dass ich direkt Ende Mai in die Buchhandlung stürmen werde und das Buch kaufen werde. Denn Save You, so heißt der zweite Band, der erscheint Ende Mai und wird dann im August, glaube ich, noch mit Band 3 gekrönt. Ich habe heute echt ein gutes Deutsch- und Wortfindungsschwierigkeiten. Ich bitte mich zu entschuldigen dafür. In der Reihe geht es um unsere Protagonistin Ruby Bell. Ruby ist auf der Maxton Hall Schule. Die Reihe heißt auch Maxton Hall Reihe. Denn sie möchte später mal in Oxford studieren und eigentlich möchte sie gar nicht auffallen, weil auf der Schule so viele, ich nenne es mal neureiche Kids sind. Mit denen möchte sie nichts zu tun haben, sie möchte einfach unter dem Radar durchfliegen. Natürlich gibt es irgendwo immer einen Punkt in einem Buch, wo das Ganze auf die Spitze getrieben wird, denn Ruby sieht irgendwas, was sie nicht sehen soll und plötzlich weiß jeder auf der Schule, wie sie heißt und wer sie ist und das ist ja eigentlich alles zu viel. Und dann kommt auch noch dieser blöde James Beaufort und ich möchte nicht zu viel verraten, aber es bahnt sich etwas zwischen den beiden an. Sonst würde es keine drei Bücher davon geben. Und wie das Ganze ausgeht, werden wir spätestens im August erfahren. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf den zweiten Band und kann es eigentlich, wie die Frage schon fordert, kaum erwarten, bis der Band erscheint. Meine Lieben, das waren alle Fragen und meine Antworten zum, jetzt wollte ich sagen, Social Media Book Tag. Nein, es ist der Netflix Tag. Es ist der Netflix Buch Tag. Ach. Wie gesagt, ich habe heute irgendwie irgendwelche Sprachstörungen. Ich bitte es wirklich zu verzeihen. Auf jeden Fall waren das meine Antworten zum Netflix Book Tag. Ich hoffe, ihr habt vielleicht das ein oder andere mitnehmen können. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Buch auch schon gelesen. Ihr dürft mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Welches davon vielleicht sogar euer Favorit gewesen wäre. Ganz besonders wird mich natürlich interessieren, was ihr zu Harry Potter und zur City of Bones bzw. Chroniken der Unterwelt-Reihe zu sagen habt. Ich habe mein Herz an sie verloren. Ich hoffe, der ein oder andere von euch auch. Außerdem hoffe ich, dass ihr bei dem Video ein bisschen Spaß hattet. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Mein Gesicht ist wahrscheinlich schon wieder ganz rot. Ah. Ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Sinne einen wunderschönen restlichen Tag,
wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut gerne mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Da findet ihr mich natürlich wie immer unter canis_art. Ihr dürft auch gerne auf meinen Davanna-Shop rumstöbern. Da habe ich auch nichts dagegen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt Schluss für heute. Ich sage tschüss, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut!